Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe bei Flaconi bestellt, weil da gab es so komische, geile Angebotsboxen. Ich musste sie haben und dann gab es auch noch 30% zu genau diesem Zeitpunkt und natürlich habe ich sie mir alle vier bestellt. Ich habe sie dir im Thumbnail auch schon gezeigt und jetzt zeige ich dir die nochmal. So sehen die aus. Ja, ich weiß, es ist verrückt und kein Mensch sieht dahinter einen Sinn. Aber ich brauchte sie. Ich hatte ein starkes Bedürfnis. Wirklich. Ja, also wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was sich in den Boxen verbirgt, was der Gesamtwert der jeweiligen Box ist, Tasche, wie auch immer, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich komme jetzt erstmal zu dem, was es gratis mit dabei gab. Du bekommst ja immer irgendwie Gratisproben mit dabei. Und ich habe jetzt dieses Mal keine Gratisproben bekommen, sondern so ein Säckchen. It's Time to Sparkle von Flaconi. Da gucken wir gleich mal rein. Und dann gab es hier noch zwei Karten. Die finde ich hübsch. Da steht drauf, deine Haut ist wie Couture. Das ist sehr charmant, oder? Sowas kannst du auch ganzjährig verwenden. Das muss jetzt nicht nur zu Weihnachten sein. Und du bist ein Upgrade für jede Location. Das finde ich richtig cool. Ja, sowas nehme ich ganz gerne auch mal so als Karten, wenn ich Verlosungspakete rausschicke, ne? Deswegen, das ist ganz cool. Und wir gucken jetzt mal in dieses Samtsäckchen rein, weil ich kann mir da nicht drunter vorstellen, was da drin ist. Also das als Gratisprobe finde ich schon mal ganz hochwertig. Weil das Säckchen It's Time to Sparkle, das kannst du auch so für Weihnachten oder als Nikolausstiefel oder wie auch immer verwenden. Okay, erstmal haben wir so einen Flyer drin. Flaconi Xmas Edition, The Fragrance Edit. Welcher Duft passt zu mir? Also hier hast du quasi so einen Guide, welcher Duft zu einem passt. Also was man sich quasi wünschen könnte. Ja, interessant. Ja, ne? Bekannte Düfte sind hier drin. Und dann hast du wahrscheinlich von denen, die da drin stehen, die ganzen Proben, denn das hier sind ganz viele Parfümproben. Das erinnert mich fast schon an den Flaconi Adventskalender, den ich aufgemacht habe. Okay, das hier ist einmal Chloé Eau de Parfum, eine Parfümprobe. Dann Tiffany & Co. Calvin Klein One. Hier haben wir dann auch mal ein Männerparfüm mit drin. Bottega Veneta Pour Homme. Wird bestimmt total anders ausgesprochen. Hugo Boss Bottle, das hat mein Freund tatsächlich. Das ist auch sein Lieblingsparfüm und das habe ich ihm mal geschenkt. Gute Claudi. Boss The Scent For Her. Das hatte ich schon mal, da habe ich leider Kopfschmerzen von gekriegt. Ja, sieben Parfümproben. Finde ich ganz witzig, dass das einfach mal so jetzt mit dabei ist. Kannst du nichts zu sagen, ne? Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Bag welche ist. Wir finden das schon raus. Doch, das steht hier drauf, weil hier so komische... Okay, hier sind nämlich so komische Gutscheincodes drunter. Das heißt, wir starten doch einfach mal mit der Morning Edition. Ich finde es schon mal ziemlich fancy, dass du hier so eine Tasche drum zu hast. Ne? Das muss ich ja wirklich sagen, das gefällt mir ganz gut. Solche Taschen kannst du entweder, wenn du halt wirklich nur eine bestellt hättest, selber als Kulturtasche verwenden oder als Aufbewahrungstasche, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ne? Doch, das ist eine coole Geschichte, vor allem, weil du dann von außen siehst, was drin ist, weil die halt so durchsichtig ist. Ne? Das mag ich. Ja. Dann haben wir als erstes hier von Formi ein festes Shampoo. Das finde ich super klasse. Schonend pflegendes festes Shampoo für empfindliches Haar. Jetzt schon ohne Mikroplastik-Sachet. Aha, okay, sagt mir jetzt so nichts. Und das ist dann einfach von Formi ein... Oh, das riecht gut. Oh, das riecht richtig gut. Das hat was von Nivea. Oh, das riecht mega, mega geil. Da habe ich Bock drauf. Das muss ich noch verwenden, ne? Finde ich cool. Mehr Informationen unter formi.de. Ja, einfach rein damit, ne? Das nächste Produkt ist von einer Marke, die du gefühlt überall aktuell hörst. Und zwar von Paula's Choice. Das Clear Anti-Redness Exfoliating Solution. Ja. Das ist wohl ein Gesichtscleanser, den du dir entsprechend aufgeben kannst. Hier haben wir enthalten 30 Milliliter. Und ja, ne? Das ist dann Exfoliant, also dann quasi auch als Peeling so ein bisschen, so ein Säurepeeling, ne? 2% Salicylsäure, okay. Da muss ich immer aufpassen, nicht, dass es zu krass wird bei mir, ne? Da teste ich mich immer vorsichtig ran, aber das kriegen wir schon hin. Dann haben wir einen Klassiker mit dabei von Labello, nicht ganz Klassiker, weil das ist Let's Avo Party.
Finde ich witzig. Ein Lippenpflegestift mit Avocado. Ja. Auch da sage ich nichts zu. Finde ich auch cool. Dann haben wir von einer coolen Marke was drin. Hey Organic. Richtig cool. The Protector Sun Protection Factor 15 Face Cream mit Kaktus. Ja. Your must have for a healthy skin. Sehr geil. Jo, das ist einfach eine Creme, würde ich mal so sagen, ne? Mit unserer reichhaltigen Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor 15 schützt du deine Haut vor den schönen Sonnenstrahlen. Extrakte von Kaktusfeigenblüten und Grapefruit verleihen deiner Haut neue Kraft und Elastizität. Kaktusfeigenkernöl und Arganöl wirken revitalisierend und antioxidativ. Perfekt geeignet für jeden Tag und jedes Wetter. Ich bin gerade ein bisschen stolz, dass ich das vorgelesen habe, ohne mich zu verhaspeln. Ja. Ja, da feiert man sich auch mal. Okay. Gucken wir uns das mal an. Ja, ne? Der typische Hey Organic Style. Und das gefällt mir. Das finde ich schön. Das ist eine Gesichtscreme. Die sieht schick aus. Die mag ich leiden. Da sind drin 50 ml. Das ist ja die übliche Größe, sage ich mal, für Gesichtscremes. Und das ist auch eine feine Größe. Ja. Schön, schön, schön. Und wer dachte, diese Box wäre schon vorbei, der irrt. Denn wir haben hier noch von Veleda Mandel-Sensitiv-Pflegedusche. 50 ml sind hier enthalten. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Die möchte dann getestet werden. Riecht aber richtig gut. No. Oh wow, hier haben wir noch was von Freiöl drin. Ein Hyaluron Lift All-in-One Konzentrat. Vierfach Antifaltenwirkung für anspruchsvolle Haut. Ich habe anspruchsvolle Haut. Doppelte Hyaluronsäure-Konzentration. Auch das ist sehr interessant. Und Freiöl ist wirklich eine Marke. Keine Ahnung, wenn ich das sehe, dann denke ich direkt, ja, das wird wohl gut tun. Das wird wohl funktionieren. 30 ml sind hier enthalten. So, dann haben wir hier von Flaconi, von der Eigenmarke wahrscheinlich, Freshen Up Your Skin. Das hier scheint ein Dermaroller zu sein. Also quasi so ein Jade Facial Roller, mit dem du über dein Gesicht rollst. Hatte ich schon mal, bin ich kein Fan von, muss ich gestehen. Ja, der sieht hübsch aus, ne? Aber ich bin zu faul für sowas. Weil damit dann die ganzen Sachen einzuarbeiten, es schreiben mir die Leute auch immer in die Kommentare, Claudi, es lohnt sich, teste das mal aus. Claudi hat das ausgetestet, Claudi nervt das aber. Ich habe da nicht die Zeit für. Gerade weil das hier ist ja auch die Morning Box. Also am Morgen habe ich da überhaupt keine Zeit für. Da muss es einfach schnell gehen. So, dann habe ich hier Rose Slice Mask. Die hatte ich schon ein paar Mal tatsächlich, ne, von Kokostar. Ich mag diese Slice Masken nicht. Das sind ja diese einzelnen Sachets dann quasi, die einzelnen Rosensachets, die du da einzeln auf dein Gesicht verteilst. Nervt mich. Und dann haben wir hier den Produktmarken, die in der Box waren, 12% auf alles sparen, mit dem Code MORNING12 vom 4.11. bis zum 31.01. kann man sich das gönnen. Ja, okay. So eine Box kannst du jetzt auch super, oder konnte man zu dem Zeitpunkt auch super bestellen, finde ich, wenn man so dran denkt, zum Beispiel jetzt für Weihnachtsgeschenke vorzusorgen oder vielleicht Nikolausstiefel zu packen oder wenn man Adventskalender befüllen möchte oder so. Das sind schon coole Produkte mit dabei, die du jetzt halt für einen fairen Preis erstehen konntest. Deswegen hatte ich das auch auf Instagram geteilt. Ich hoffe, du folgst mir dort, denn dort teile ich dann davon mit, dass es solche Aktionen gibt, wenn ich sie finde, ne? Ja, auf jeden Fall, das war die Morning Bag. Gehen wir weiter zur Look Bag. Das ist jetzt die zweite hier im Bunde. Da geht es jetzt wirklich um dekorative Kosmetik. Und ja, wie gesagt, 30% habe ich auf die Boxen gespart. Aber bei Flaconi gibt es ja immer mal wieder halt diese Rabatt-Momente, ne? Und bald ist ja auch Black Friday. Und wenn dann solche Aktionen sind, dass die solche Boxen anbieten, dann einfach mal bei Google irgendwie Flaconi Rabatt eingeben oder bei Flaconi auf der Homepage steht es ja auch oben immer drüber. Genauso verhält es sich halt auch bei Douglas und bei Pink Panda und Coco Panda und so weiter. Ne? Wenn ich sowas mitkriege, steht es bei mir bei Instagram in der Story. Wenn ich das nicht mitkriege, dann schreibt mir das gerne, dann poste ich das nämlich gerne in meiner Story. ja, so, jetzt gucken wir mal in die Lookbox rein. Da haben wir als erstes von Catrice ein Healthy Look Mattifying Powder Translucent. Okay, in der Farbe 010 Luminous Light, also das ist halt jo, einfach ein Puder, das so auch so ein bisschen marmoriert ist. Ne? Also das hat eine schöne Prägung mit drin. Das sind diese Rauten, die man da so sieht. Und dann ist es halt so marmoriert mit rosa und braun und beige. Okay. Dann haben wir hier drin von LOV oder Love the Galaxy Eyeshadow and Liner. Glitter in Foil Effect Long Lasting 6 Gramm. Das ist dieser hier.
Und ja, den kannst du dann entweder als Eyeliner tragen oder eben als Lidschatten. Und das ist die Farbe 550 Platinum Radiance. Kommt mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, ich hatte das irgendwie woanders schon mal mit drin. Deswegen mache ich das jetzt auch nicht auf. Genau, den habe ich hier auch, aber in einer anderen Farbe. Das hier ist jetzt die Farbe Champagne Sparks, die ich hier habe. Den kann ich ja mal swatchen. Hatte ich auch gesagt, den kann ich mir eigentlich ganz gut mal als Mono vorstellen. Ne? Für einen schnellen Look kann man den tatsächlich verwenden. Sieht man ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen was sieht man davon. Ist halt sehr, sehr dezent, aber es gefällt mir, ne? Das sind halt sehr grobe Glitzerpartikel, aber wenn man halt wirklich nur so ein Gedöns auf dem Auge haben möchte, dann geht das rucki zuck. Als Liner finde ich den jetzt von der Konsistenz nicht ganz so passend, aber kann ich mir wohl vorstellen. Ja, astrein. Erstmal hier schön die Hände am Oberteil abwischen, ne? Das Handtuch ist ja auch nur einfach 2 Meter entfernt. Da hätte man sich ja auch bücken können, Claudi. Nein, kann man nicht. Gut, als nächstes habe ich hier von Catrice Lashes to Kill Pro eine Mascara, Instant Volume Mascara Ultra Black 24 Hours, kabam, kabam. Ja, ist halt eine Mascara jetzt mit dabei, ne? Ich liebe Mascaren. Oh, ich muss gucken, ob ich die habe. Ich liebe Mascaren einfach. Ich bin da echt ein Opfer. Ja, aber das ist halt mit Eyeliner die beiden Produkte, die ich wirklich jeden Tag verwende. Deswegen kann man da auch echt eskalieren. Aber so bei Produkten wie Highlighter, da verstehe ich mich ja selber nicht. Benutze ich ja jetzt nicht im Alltag, ne? Also doch schon ein bisschen. Also schon, auch wenn ich zur Arbeit gehe, mache ich mir ein bisschen hier Highlighter drauf. Schon, ne? Aber jetzt nicht so exzessiv wie jetzt zum Beispiel geschminkt. So gehe ich ja nicht arbeiten. Egal. Dennoch kaufe ich sie mir immer nach. Dann habe ich hier von LOV oder Love Perfectitude Aura Glow Powder. Das ist dieses hier. Das Baked Powder, gebackener Puder, den habe ich aber schon da. Ist ganz cool. Muss ich nur noch mal richtig in einem Look verwenden, um dann die komplette Wirkung von dem Produkt in meinem Gesicht zu sehen. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich aussehe, als hätte ich mir Fullface Highlighter aufgegeben. Das wäre ein bisschen krass. Dann habe ich hier noch eine Lidschattenpalette tatsächlich mit drin. Huch, also hier ist echt fast ein Fullface mit drin. Von Essence, die Born Awesome Palette. Und das soll ja ein Dupe sein zu dieser bekannten MAC Palette, die es auch so gibt. Und ja, so schaut sie aus. Und da muss ich mal gucken, ob ich die behalte, ob die weitergeht. Ne? Bin ja gerade dabei, Adventskalender zu packen. Entweder für Familie und Freunde oder ich verkaufe auch welche auf eBay. Also ne, ganz entspannt. So, dann habe ich hier als letztes Produkt ein Essence Color Boost Vinylicious Liquid Lipstick mit drin. In der Farbe Woody Rosie. Den hatte ich auch schon einige Male hier, einige Male verlost. Ja, und dann hast du hier auch noch so einen Flyer mit dabei, das halt für alle Produktmarken, die sich hier in dieser Box befinden, also für Catrice, Essence und LOV, also Love, 12% mit dem Code LOOK12 gespart werden kann, ne? Ja. Also ich muss sagen, ich hätte mir den Inhalt der Boxen natürlich vorher angucken können, weil er stand ja online. Ich mache sowas ja nicht, ne? Ich bin da ja ein bisschen freaky, weil ich mir einfach denke, nein, du musst dich überraschen lassen. Also hätte ich gesehen, was hier in dieser Lookbox mit drin ist, hätte ich mir die wahrscheinlich aber nicht bestellt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das sogar eine der günstigsten war, aber haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich gestehen. So, warum ich übrigens die Boxen immer wieder zurückpacke? Ganz einfach, ich habe vergessen, eben ein Thumbnail zu machen. Also die Morning Box fand ich bislang von den beiden jetzt mit am besten. Dann habe ich hier die Date Box, den Date Beutel, irgendwie so. Morgen. Also ich drehe das Video jetzt am 16.11. Morgen ist der 17.11. Da habe ich ja tatsächlich mein 14-jähriges mit meinem Freund. Big Love. Oh, ich habe ihn so lieb, ne? Auf jeden Fall ist diese Tasche, dieser Beutel, dann ja in dem Sinne prädestiniert dafür, dass ich den morgen direkt verwende. Weil Jahrestag, ne? Und das dann noch auf den Sonntag. Dann gucken wir mal, wie sehr das dann tatsächlich auch passt. Okay, als erstes habe ich hier von Pixi eine... Okay, das ist jetzt ein bisschen witzig, weil ich direkt Gedanken habe. Glow Matte Mask. 15 Milliliter sind enthalten. Ich glaube, man soll sie tatsächlich vor dem Date tragen, oder? Beim Date ist, glaube ich, ein bisschen creepy. Ja, werde ich mir tatsächlich morgen dann mal drauf machen, morgen früh. Denn ich habe gehört, dass die wirklich gut sein soll. Ich habe jetzt aktuell sehr, sehr blöde Haut, weil die Erdbeerwoche bevorsteht. Und ja, ne? Deswegen, die wird morgen früh direkt auf mein Gesicht kommen und hoffentlich erfüllt sie ihren Zweck. Dann habe ich drin von Max Factor einen Blush, den Pastel Compact Blush in der Farbe 10 Mauve. Ja,
ne? Solche Blushes in der Art habe ich schon, aber ich glaube, den hatte ich hier auch schon mal und aussortiert, weil er mir doch etwas zu hell ist, etwas zu dezent. Ich meine, ich kann schlecht leugnen, dass ich Blush geil finde und dass Blush bei mir schon etwas knallen soll. Das heißt, ne, wenn das dezent ist, dann ist es eher nicht so wirklich was für mich. Aber wir gucken mal. Für ein Date ist es gut, weil im Date ein bisschen zurückhaltender ist. Auf jeden Fall eine gute Kiste. Und dann ist hier von Idun Minerals ein Rich Moisture Serum mit drin. Okay, was ist das? 10 Milliliter und das ist dann einfach ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsserum, würde ich jetzt einfach mal ganz blöd behaupten, weil ist doch eigentlich eine Marke für Gesicht, oder? Jo. Oh, dann die perfekte Nagellackfarbe. Ob ich die gewählt hätte? Mal gucken. Es ist von Sally Hansen einer und zwar in der Farbe Boho A Go Go. Mhm. Es ist die Farbe, also die ist lila, ne? Ich denke, die Kamera fängt es nicht ganz so ein, wie es eigentlich ist. Vielleicht, wenn ich es weiter weghalte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein richtig krasser Pflaumeton. Die Farbe lila hat zwei Bedeutungen. Zum einen, in der katholischen Welt ist es ja so eine feierliche Farbe. Zum anderen ist es die Farbe der sexuellen Frustration, die ich jetzt nicht unbedingt in einem Date, auf einem Date tragen wollen würde. Also lila wäre so die letzte Farbe, an die ich gedacht hätte. Mutig, aber ich finde sie für mich jetzt so, ne, für überhaupt haben, finde ich sie schön. Weil lila habe ich, glaube ich, bislang nur als so ein Metallic Schimmer. Das finde ich trotzdem ziemlich witzig. Okay, dann habe ich Bloss. Bloss ist, glaube ich, die Eigenmarke von Flaconi, wenn mich nicht alles täuscht. In Romance Eyeshadow. Ja, das passt auf jeden Fall von der Namensgebung her. Hier hast du ein Quattro. Was übrigens ein bisschen zerkratzt ist, aber damit kommen wir alle klar. Ja. Das ist, sind dezente Farben, das sind schöne Farben, das sind Farben, mit denen du einen schnellen und schönen Look zaubern kannst. Das sind zwei Schimmerfarben, zwei matte Töne. Zack, zack, da hast du ruckzuck einen Look gebastelt. Doch, ne? Das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen. Und ja, hier steht es auch drauf, Flaconi GmbH, also Bloss ist die Eigenmarke von Flaconi. Floral Le Parfumé pour le Corps, 100 ml, Coach New York. Das ist dann eine Bodylotion, die parfümiert ist. Und da riechen wir mal dran, ob das passend zu einem Date wäre. Ich finde, bei einem Date solltest du... Oh Gott, jetzt kommt ja aber ein Geruch raus. Das ist stark parfümiert. Bei einem Date solltest du ja nicht jetzt übertrieben duften. Ne? Also alles dezent. Dezent kleiden, dezent aussehen, dezent... Einfach ganz normal und zurückhaltend und weiß ich nicht, wie man sich halt wohlfühlt. Also klar, wenn du dich wohlfühlst mit grünem Lidschatten und pinken Nägeln und keine Ahnung, dann trag das beim Date, weil man sollte sich beim Date nie verstellen. Aber ich will, also wenn ich jetzt theoretisch ein Date haben würde, was ich ja ab und an mit meinem Freund habe, würde ich ja ganz entspannt und unauffällig mich jetzt fertig machen, da würde ich mich jetzt nicht fett schminken fühlen, muss ich gestehen. Und auch nicht viel Parfüm auflegen, also dezent, zurückhaltend. Ich will den ja nicht verscheuchen mit so einer Wolke um mich drum zu. Auf jeden Fall finde ich, dass diese... Claudia muss mal atmen, dass diese Tube sehr schön aussieht, weil du dieses schöne florale Muster da drauf hast. Das muss ich ja wirklich sagen, ne? Das gefällt mir. Ja, es riecht... Also das ist schon... Das ist auch mein Duft, ne? Das ist floral. Huch. Hat er mich gepiekst. Ja, es riecht geil. Und vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn man sich einen Duft halt als Bodylotion aufgibt, weil dann ist es dezenter, als wenn du es als Parfüm dir aufsprühst. Ja, floral. Wie der Name schon sagt, finde ich total toll. Pudrig floral riecht es auf jeden Fall. Schmeckt es vor allem. Ne? Ich habe eben die Degusterbox aufgemacht. Merkt man. Okay, ja, ne, werde ich auf jeden Fall verwenden, weil es mein Duft wäre und könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, das morgen mir drauf zu machen, wenn wir halt so. Ja, das finde ich cool, aber finde, ja, wir haben ja schon so ein Serum mit dabei, aber gut. Hier haben wir Ampullen von Barbour, die Hydra Plus, das sind 7 Ampullen. Darüber freuen wir uns ja sehr, ne, weil Barbour ist eine hochpreisige Marke. Ich habe schon mal gesagt, also in meinem Aufgebraucht-Video, ne, ob du dir jetzt Barbour-Ampullen holst oder Isana-Ampullen, meiner Meinung nach vom Soforteffekt und von dem, was du quasi so ein, zwei Wochen nachher spürst, nämlich nicht wirklich was, tun die sich da nichts. Also, ne? Geschenkt, ja, kaufen muss man nicht unbedingt. Das feiere ich. Oh, Parfüm de Douche Hydratant. Gel-Dusch, also ein Duschgel, 50 ml von Roger & Gallet, Rose Mignonnerie. Mignonnerie. Okay.
Ich mag ja eigentlich diese Gingembre Rouge Reihe am liebsten. Aber zu Rose sage ich ja nichts, ne? Oh, das riecht wie ein Rosenstrauß. Das riecht nicht so nach diesen, wie das Rosens Rosenwasser riecht, sage ich mal, ne? Nach ausgequetschten Rosen, sondern das riecht nach einem frisch blühenden Rosenstrauch. Wobei ich auch das Rosen sehr gerne mag, aber das hier auf dem Körper, boah, riecht das geil. Das mag ich gerne. Das mag ich richtig gerne. So, was haben Sie sich denn überlegt als Lippenstift? Von Guerlain Kiss Kiss Le Rouge Crème Galbon. 2,8 Gramm sind hier enthalten. Das ist die Farbe 573, Hashtag KK, Herzchen Pink. Ich möchte ja schon auf dem Date noch irgendwie vielleicht darauf hinaus, dass der Mann mich knutschert. Dann sollte man eigentlich nicht so eine extreme Lippenfarbe drauf haben. Oh lala, das sieht aber schick aus. Ne? Das ist eine Verpackung, Leute. Das fällt auf. Das ist so weiß-pink Holo von der Verpackungsfarbe her. Dann hast du ja diese drei Klötze aufeinander. Hast da oben das Logo drauf. Oh nein. Oh nein, das ist einfach ein Herz. Das feiere ich. Das finde ich so schön. Da steht Kiss Love drauf, ne? Oh. Ja, der ist wundervoll. Ich habe jetzt einen nudefarbenen hier drunter. Ich mache den mal einfach drüber. Ja, der ist auch nicht zu krass, oder? Lässt sich jetzt ein bisschen schwerer auftragen, weil der halt die Herzchen vor mir vorne hat. Ist jetzt garantiert nicht jedermanns Sache, aber ich finde es auch jetzt zum Look passend. Oh Mann, ich hätte gedacht, der wäre noch krasser pink, aber so gefällt der mir eigentlich ganz gut. Das ist ein geiles Verpackaging, ne? Verpackaging. Ja, ich finde das ganz cool, was da drin war. Doch, auch wenn das ein oder andere Interpretationssache ist und vielleicht nicht wirklich von jedem zum Date getragen werden will. Ne? Ich sag nur lila Nagellack und dieser Lippenstift. Ansonsten passende Produkte. Doch, da beschwere ich mich nicht. Nein, 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 ich würde mich hüten. Wenn man dann seinen Tag vollbracht hat, verbracht hat und dann entweder ein Date hatte oder wie auch immer nach Hause kommt oder im ganz normalen Leben nach Hause kommt, gibt es hier diese Evening Bag. Jo, just for you, Evening 12 ist der Code. Auf die Marken, die ich euch gleich zeigen werde. So, machen wir sie auf. Hier haben wir die Biore, die hast du irgendwie in gefühlt allen Boxen mit drin, in gefühlt allen Adventskalendern waren die mit drin. Jetzt hast du die auch nochmal hier in der Box mit drin. gut. Limited Edition, Free Your Pores, 6 tiefenreinige Clear-Up Strips. Ja, kann man immer mal wieder gebrauchen für die Nase, ne? Das macht man dann auch gerne mal abends, da hat man ein bisschen mehr Zeit. 10 bis 15 Minuten drauf lassen, abziehen und wieder freie Nase haben, im wahrsten Sinne des Wortes. So, auch hier gibt es was von Barbour drin. Perfect Low Hydration. Das ist eine einzelne Ampulle, die sich hier drin befindet. Steht auch Testmuster Sample hinten drauf. Und ja, ne, das ist halt auch eine schöne Geschichte. Die hat tatsächlich so einen Glow drin. Würde ich aber auf gar keinen Fall abends verwenden. Ich hatte die schon in irgendeiner Box oder so, glaube ich, mal mit drin. Wenn die schon so einen Glow hat, dann würde ich die doch morgens verwenden und anstelle eines Glow Primers dann quasi nehmen, ne? Aber das sei jedem selber überlassen. Dann haben wir hier ein Produkt drin, was ich auch schon bei mir habe und auch gerne demnächst testen möchte, von Hey Organic, den Purifying Cleansing Foam, auch mit Kaktus. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ja, der ist vegan, der ist bio, der ist toll, der ist verspricht toll zu sein. Deswegen will der auch verwendet werden. Dann habe ich hier so ein... Ne, da komme ich später erst dran. Dann habe ich hier erst von Freiöl eine Nachtpflege, Passionsblume, das ist ja cool. Hydrolipid, regeneriert und stärkt für trockene Haut. Ja, 50 Milliliter, das ist so eine klassische Salbe, wollte ich schon sagen, ne? Creme. Salbe hat man damals dazu gesagt. Warum sagt man eigentlich nicht mehr Salbe dazu? Egal. Auf jeden Fall ist das so eine typische Nachtcreme, in so einem typischen Tiegel wahrscheinlich auch wieder, den man erstmal typischerweise hier irgendwie rausfirmeln muss. Das ist super süß, guck mal, das ist so ein Kügelchen, ne? Das finde ich hübsch. Ich mag ja hübsche Verpackungen. Gerade wenn ich dann so meinen Schminkschrank aufmache, meinen Schmink- und Pflegeschrank im Badezimmer und mich dann schöne Verpackungen, bestenfalls sogar noch aktuell dann, also ne, immer in derselben Farbe zum Zeitpunkt des Benutzens. Freak. Aber, ne, finde ich hübsch, finde ich schön. Erinnert mich irgendwie an ein UFO. Gut, dann haben wir hier noch ein großes Produkt drin.
Lift Me Brush to Go. Gesichtsreinigungsbürste Face Brush. Okay. Das muss mal getestet werden. Porentiefe Reinigung für unterwegs. Lift Me Brush to Go reinigt die Poren sanft und effektiv von Make-up-Rückständen, überschüssigem Talg und Schmutz. So können sich lästige Hautunreinheiten gar nicht erst entwickeln. Wenn die Haut professionell gereinigt ist, wirkt das Hautbild automatisch feiner. Außerdem reflektiert die Haut das Licht besser, somit wirkt sie frisch und rosig. Durch die wohltuende Massage mit dem Brush to Go wird zusätzlich die Durchblutung angeregt. Mit der kleinen Silikonbürste der Brush to Go können Sie gezielt die Unreinheiten an der Nasenpartie bekämpfen. Ja, also einfach mit diesem Produkt übers feuchte Gesicht gehen. Das ist halt ähnlich wie bei der Foreo-Geschichte, die ich ja aktuell bei mir stehen habe. Oder halt, wenn ich diese Cognac-Schwämme oder so nehme. Das habe ich ja immer, wenn ich meinen Schaum- oder Gel-Cleanser unter der Dusche in mein Gesicht einarbeite. Ja, okay, das sieht schon mal alles ganz gut aus. Muss dann demnächst mal getestet werden. Sieht interessant aus. Also du scheinst hier wirklich dann hier so einen Pinsel zu haben. Also ganz normale Pinselhärchen und hier oben dann so eine Silikon-Geschichte. Okay, dann habe ich hier etwas drin, das sind Proben. Ich, noch mehr Proben, Leute. Wieso? Exfoliate in Smooth und Anti-Aging Neutralizer. Das ist so eine Zwei-Anwendungs-Gedöns-Geschichte. Das sind zwei Pads, also musst du wahrscheinlich erst das eine Pad nehmen und dann das andere Pad. Okay, ja, sowas tatsächlich eher abends, weil morgens hast du da keine Zeit und keinen Nerv zu, jedenfalls ich nicht. Dann haben wir hier Masken. Masken sind gut. Moisturizing I'm Aloe Mask Sheet von Tony Moly. Ja, sowas hatte ich auch schon öfters mal verwendet. Dann haben wir hier noch eine Maske drin, oder? Urban Alchemy Ludus Tenoris Thermal Treatment Cap. Oh ja, das ist so eine Haarmaske. Geil. 30 Milliliter, ja. Regeneration. Und so sieht das Ding aus. Und das ist eine Haarmaske. Und okay, das ist natürlich jetzt krass. Die machst du dir auf das gewaschene, handtuchtrockene Haar. Aufkleber zur Anpassung an die Maskengröße verwenden. Ja, genau. Ganz einfach, ne? Turban aufsetzen quasi und festkleben. In die Kopfhaut einmassieren, damit die Pflegestoffe besser vom Haar aufgenommen werden können. Das Übliche. Und Maske nach 15 bis 20 Minuten abnehmen und die Haare mit warmem Wasser ausspülen. Genau. Das habe ich auch schon mal gelesen. Das ist halt immer die Sache bei diesen Haarmasken, ne? Du hast das, hast deine Haare, du bist quasi fertig geduscht, hast deine Haare gewaschen, alles ist tutti, hast das Ding dann auf den Haaren und musst dann erstmal 15 bis 20 Minuten damit durch die Gegend rennen. Was machst du in der Zeit? Huch. Ich persönlich würde dann eigentlich mich eincremen wollen oder keine Ahnung, irgendwas, ne, mich schon mal anziehen oder so, dass man halt die Zeit effektiv nutzt. Nein, danach musst du dann ja nochmal irgendwie duschen. Es sei denn, du hast eine Badewanne, dann kannst du eben deine Haare drüber hängen. Habe ich nicht. Naja, aber mal gucken. Ich finde sowas ganz cool. Ich hatte das tatsächlich schon mal von. Fand ich okay, hat mich aber nicht umgehauen. Genau, ja, vielleicht wird das nicht umhauen. Mal gucken. Und dann haben wir hier ja diesen Flyer mit drin, das auf die Marken, die wir hier gezeigt haben. Ja, hast du diese 12%, Evening 12, vom 4.11. bis 31.01. So, das waren die vier Boxen. Haben sie sich gelohnt? Ja, ich würde schon sagen, ja, dass sich jede einzelne Box für sich gelohnt hat. Und ich habe dir ja auch jeweils die Preise eingeblendet, beziehungsweise den Wert von den einzelnen Boxen und Produkten. Da liegen wir natürlich wertmäßig ordentlich drüber. Da wurde ja auch mit geworben, dass du da einen exorbitant hohen Warenwert für Produkte für nur 20 Euro kriegst oder so. Keine Ahnung. Ich halte bei sowas immer gerne Augen und Ohren offen bei Flaconi. Ich hatte da schon mal eine Muttertagsbox gekauft, eine Vatertagsbox. Letztes Jahr gab es diese Christmas-Boxen. Also haltet die Ohren und Augen offen. Schaut immer mal wieder bei Flaconi oder auf den bekannten Portalen. Schaut bei mir auf Instagram und so weiter. Kann ich euch nur empfehlen, weil da sind meistens echt Kabam-Sachen drin. Das muss ich wirklich sagen. Ja, das war tatsächlich mein Unboxing von den vier Surprise-Bags. Die gar nicht so überraschend waren, weil es ja theoretisch auf der Homepage gestanden hätte, aber Claudi es nicht gelesen hat. Ne? Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!